Herr der Ringe ist eine wundervolle Geschichte und wenn du das Buch gelesen hast, dachtest du wahrscheinlich, dass dies eine fiktionale Geschichte ist. Aber hier wirst du herausfinden, dass das alles wohl eher Fakten waren. Nein, es gab diesen einen Krieg wirklich nicht. Aber es gibt Beweise dafür, dass Kreaturen wie Riesen und Hobbits wirklich existieren. Hier werfen wir einen Blick auf einige Entdeckungen, welche zeigen, dass Riesen wirklich lebten. Die Riesen von Ecuador. Im Jahr 2013 wurde nach heftigen Stürmen in Ecuador und Peru ein riesiger weiblicher Schädel in der Provinz Loja entdeckt. Das Alter des Schädels wurde von Forschern auf 600 Jahre geschätzt. Diese Entdeckung führte zu einem großen Interesse an dem Fund der restlichen Körperteile. In nur wenigen Wochen wurden die Knochen dann gefunden. Das Skelett war 2,5 Meter groß und die durchschnittliche Größe einer Frau während dieser Zeit lag bei 1,70 Meter. Diese Entdeckung war überragend für alle Forscher. Weitere Untersuchungen in diesem Umkreis führten zu nochmals 5 Entdeckungen enorm großer Skelette. Die Forscher glauben, dass es sich hierbei um 2 verschiedene Stämme handelt. Es wird geglaubt, dass beide Stämme die Gegend für 150 Jahre besiedelten. Eines der ältesten gefundenen Skelette war das eines 60-jährigen Mannes. Alle Skelette, die gefunden wurden, waren zwischen 2 und 2,5 Meter groß und wurden tief begraben. Viele Bewohner des Ortes glauben immer noch, dass es einige Riesen gibt, welche in den Wäldern leben, weit weg von der Zivilisation. Camper und Stammesleute berichten oft davon, große Menschen in der Nähe der Gewässer im Wald gesehen zu haben. Kentucky Dover Mound. Seit dem späten 19. Jahrhundert gab es einige Funde von Skelettüberresten der Riesen. Viele wurden entlarvt und es gibt noch genügend Entdeckungen, um Theorien über deren Existenz aufzustellen. Einer der eigenartigsten Funde wurde in Kentucky am Dover Mound gemacht. Der Dover Mound ist eine riesige amerikanische Grabstätte, in welcher die komischsten physischen und genetisch abnormen Funde gemacht wurden. Einer davon war der Fund des 2,1 Meter großen Adena-Mannes. Was noch interessanter als seine Größe ist, ist sein riesiger Schädel. Diese Skelette hatten einen übergroßen Rumpf im Vergleich zu deren kurzen Beinen. Auf einer anderen Grabstätte in Ohio wurden ähnliche Skelettüberreste entdeckt von unglaublich großen Männern mit Riesenschädeln und kurzen Gliedmaßen. Ursprünglich glaubten die Menschen, dass dies der Beweis ist, dass Aliens existieren, bis Forscher entlüfteten, dass es sich hierbei definitiv um menschliche Überreste handelt. Archäologen finden auch heute noch Überreste im ganzen Land. Manche Archäologen zweifeln daran, dass es sich um Riesen handelt und glauben, dass es an Körperveränderungen in der damaligen Kultur liegt. Die Lovelock-Höhle. Du würdest glauben, dass in Nevada schon genügend komische Dinge vorgehen, wie die Area 51. Aber in diesem Staat gehen noch weitere eigenartige Dinge vor sich. 32 Kilometer im Süden von Lovelock befinden sich Höhlen, welche im Mittelpunkt der Menschheit seit über 100 Jahren stehen. Die ersten Aufzeichnungen komischer Vorkommnisse der Gegend kommen aus dem Jahr 1882 von einem amerikanischen Stamm namens Paiute. Es gab einen Stamm, ursprünglich bestehend aus rothaarigen Riesen. Es wurde berichtet, dass die Paiute eine unfreundliche Bande aus Kannibalen war, welche in Höhlen lebten. Es kam zu einem Konflikt, als die Paiute die rothaarigen Riesen jagten und töteten. Es wird gesagt, dass die Überlebenden in Höhlen rannten, in welchen dann ein Feuer gelegt wurde, um auch diese umzubringen. Die Höhle brach dann zusammen und die Geschichte wurde zu einer Legende, bis Minenarbeiter eines Tages antike Artefakte in den Höhlen fanden. Die Geschichte über die Artefakte wurde von dem Anthropologen Alfred Gröber unter die Lupe genommen. Er fügte alle Teile zusammen und versuchte mehr über diese Menschen herauszufinden. Seine Untersuchungen stellten sich als erfolgreich heraus und er fand tausende Artefakte von den Riesen. Einige seien scheinbar über 3000 Jahre alt. Ebenfalls in den Höhlen wurden menschliche Überreste ausgegraben mit enorm großen Handabdrücken an der Wand. Die Ausgrabungen wurden fortgesetzt, bis die Gruppe das fand, nachdem sie suchten. Mumifizierte Überreste, welche als Riesen entlarvt wurden, welche zwischen 2,4 und 3 Meter groß waren. Die Riesen von New York. Im Jahr 1871 hat das lokale Nachrichtenjournal von Cayuga davon berichtet, dass eine archäologische Ausgrabung auf der Grabstätte stattfand. Die Ausgrabung bekam alle Aufmerksamkeit der Medien, als Besucher sagten, dass sie sahen, wie man Skelette von Riesen ausgrub. Es waren ungefähr 200 Skelette, welche dort aus dem Grund geborgen wurden und einige wiesen eine Größe von 2,70 Meter auf.
Das Alter der Überreste wurde auf 9000 Jahre geschätzt. Und einige Beweise, welche auf Riesen zurückführen könnten, sind wahrscheinlich über die Jahre verloren gegangen. Abgesehen von diesem Verlust an Beweisen stießen Skeptiker auf das sogenannte Zuhause der Riesen und fanden Beweise, dass diese Zivilisation wirklich existierte. Die Schätzung auf 9000 Jahre alte Funde sei jedoch zweifelhaft. Es gibt noch Menschen, welche behaupten, dass sie abnormal große menschliche Überreste in der Gegend fanden, wie zum Beispiel Zähne. Keine dieser Funde war jedoch auf die Cayuga-Funde zurückzuführen. Einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass dies der Zeitpunkt war, in dem die US-Regierung begann, Dinge vor der Öffentlichkeit zu verschweigen. Die Riesen des Kaukasus. Die allgemein uninteressanten Kaukasusberge bekamen Aufmerksamkeit in der Vergangenheit, als eine Höhle der Riesen im Jahr 2008 entdeckt wurde. Der georgische Forscher Professor Vekur begann in diesem Jahr in der Gegend zu forschen. Er war ein respektierter Paläontologe, welcher bekannt für seine Arbeit mit Homo erectus georgicus war. Er selbst ging in die Berge, um einem Gerücht nachzugehen, ein Gerücht über eine verlorene Zivilisation. Vekur sagte, dass er in eine Höhle ging und Skelettüberreste von zwei riesigen Männern, welche an einem Tisch saßen, fand. Er sammelte die Knochen ein und brachte sie zurück, um daran zu forschen. Über die nächsten Jahre wurden die Knochen erforscht, fotografiert und von zahlreichen Forschern genau unter die Lupe genommen, um deren Ursprung herauszufinden. Mysteriöserweise gingen die Knochen im Jahr 2014 nach dem Tod des Professors verloren. Wenn jemand die Knochen benötigte, fragte man immer Vekur, da er am besten wusste, wo sich die Knochen befanden. Als er verstarb, erkannten einige das Problem sofort, denn niemand, abgesehen von Vekur, wusste, wo sich die Knochen befanden. Aus diesem Grund wurde nie herausgefunden, woher die Knochen wirklich kamen. Der Verlust an Beweisen löste Interesse in einer zweiten Suche aus, um endlich alle Fragen über die Existenz der Riesen beantworten zu können. Es wurde ein Team zusammengestellt und mit Vekurs alten Karten eine Suche gestartet. Sie folgten seinen Spuren bis 30 Kilometer vor den ersten Zeichen, welche auf seine Aufzeichnungen zurückzuführen waren. Die Zeichen waren Werke von großen Steinen, welche zu Wänden und Säulen zusammengefügt wurden. Ein klares Zeichen dafür, dass diese Zivilisation versuchte, einen Unterschlupf zu bauen. Als das Team die Suche in den Wäldern fortsetzte, wurden Strukturen deutlicher und geschnitzte Statuen wurden gefunden. Dann führte sie ein gepflasterter Weg zu ihrem Ziel. Es wurde geschätzt, dass diese Dinge zwischen 1800 und 2200 Jahre alt waren. Obwohl sie keine weiteren vollständigen Skelette fanden, ist es für sie klar, dass dies nicht von Menschen geschaffen worden sein kann, aufgrund ihrer Größe. Dies beweist zwar nicht, dass Riesen wirklich existierten, es wäre in diesem Fall jedoch eine logische Erklärung. Riesenfußabdrücke. Ein Klischee und möglicherweise eines der besten Beweise der Existenz sind Fußabdrücke von Riesen. Es gibt viele Fußabdrücke, welche in den letzten Jahrzehnten gefunden wurden, welche beweisen, dass Riesen einst auf dieser Welt lebten. Abgesehen davon gibt es einige Zweifler, welche behaupten, dass diese Abdrücke nicht echt seien. Hier werfen wir nun einen Blick auf unglaubliche Fußabdrücke, welche gefunden wurden. Einer der bekanntesten Fußabdrücke wurde in Südafrika gefunden. Dieser wurde vor über 100 Jahren entdeckt. Bewohner des Ortes nannten ihn den Fußabdruck Gottes. Der Abdruck war ein großer Interesse vieler religiöser Gruppen, welche glaubten, dass dies ein Abdruck von Goliath sei. Er war 1,2 Meter lang. Wenn dieser Riese dann menschliche Proportionen hätte, wäre er zwischen 7 und 8 Metern groß. Da keine Spuren gefunden wurden, welche beweisen könnten, dass ein Mensch diesen Abdruck hinterlassen hatte, glaubte man, dass dieser von einem Riesen stammte. Forscher sagten, dass der Felsen selbst aus Granit bestand und was auch immer diesen Abdruck hinterließ, lief über kühles Magma zu dieser Zeit. Es wird geschätzt, dass dieser Abdruck zwischen 200 Millionen und 3 Milliarden Jahren alt ist. Dies führte zu dem Gedanken, dass es sich um wahre menschliche Riesen handelte. Aber es schließt nicht aus, dass es nicht von einer menschenähnlichen Kreatur kommen könnte. Auf der ganzen Welt wurden ähnliche Fußabdrücke in alten Gesteinen gefunden. In San Jose wurde ein 2,5 Meter langer Fußabdruck auf einer lokalen Farm entdeckt. In derselben Stadt fand man einen 1,5 Meter langen Abdruck an einer Klippe. Auch diese Fußabdrücke beweisen nicht die Existenz von Riesen, aber es gibt schon viele Funde, welche darauf zurückführen könnten. Noch viel fragwürdiger sind die menschenähnlichen Fußabdrücke, welche Millionen von Jahren alt sind.
Eines der eigenartigsten Parallelen neben religiösen Texten ist der Glaube und die zahlreichen Dokumentationen von Riesen. Könnte es sein, dass Riesen um die gleiche Zeit wie die Menschen lebten? Könnte es sein, dass sie sich immer noch tief in den Wäldern verstecken? Vielleicht spielen einige in der NBA und wir waren bisher einfach noch nicht schlau genug, deren Familiengeschichte in Frage zu stellen. Dies waren nur einige wenige Entdeckungen aus der ganzen Welt, welche die Existenz der Riesen beweisen. Während es uns möglicherweise nie möglich sein wird, deren Existenz zu beweisen, ist der Glaube daran, dass sie einst existierten oder immer noch auf diesem Planeten leben, unglaublich.